Willkommen zu unserem Leben. Es kam ja jetzt lang kein Video mehr. So 2 Wochen oder so nicht mehr. Und das hatte auch einen Grund. Ich habe nämlich 2 Versuche gebraucht, es tut mir leid, einen Vlog von mir zu schneiden. Haltet euch fest, der ging ungeschnitten 2 Stunden. Ja. Und nachdem der zweimal, da hatte ich dann keine Lust mehr, den zu schneiden. Und dann haben wir nochmal einen bei meiner Oma gedreht, nur das Problem war, da habe ich dann irgendwie nicht mehr weitergefilmt. Ups, ja. Und jetzt kommt nur eine Morgenroutine, okay? Wir haben Ferien gerade zur Zeit. Erschreckt euch nicht, ich bin 9.31 Uhr oder so. Ja, 29. Wach geworden gerade. Ist das Licht an, ist noch nicht ganz. Ja, doch, es ist hell draußen. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt aufstehen und mein Bett machen. Genau. Fabienne ist heute nicht da, beziehungsweise kommt heute erst wieder. Sie ist nämlich bei ihrer Freundin übernachten. Und da kommt sie erst um 10 wieder, das heißt in einer halben Stunde. Aber trotzdem ist sie heute nicht da. Jetzt halt noch nicht. Genau. Wir stellen euch jetzt ein bisschen hin, dass ihr auch noch was seht. Und das ist nicht. So. Ich mache einmal erstmal mein Bett. Kurz einmal, also ich habe ein Hochbett kurz zur Info und ich muss halt kurz runter und dann hole ich euch gleich. Also wir machen jetzt erstmal kurz die Gardinen auf und dann kann ich auch eigentlich Licht ausmachen, bloß wir haben so rote Gardinen und damit kommt die Kamera nicht klar. Also, ja, das Fenster ist zu. Ja, ups. Heizung drin, wa? Ein bisschen. Warum sehen meine Haare so weiß aus? Ich weiß nicht. Toll. Genau, heute steht eigentlich auf dem Plan. Ich muss mal. Also, wir haben den 17. Februar. Und ich habe immer noch meine Schwibbogen und so stehen. Das bringt mir der nun auch eher weniger. Apropos Licht. So. Und. Genau. Daher baue ich die heute alle ab. Ich habe eins. Eigentlich kann ich mein ganzes Zimmer mal von der Weihnachtsdeko, ne? Alles einmal raus. Ich ziehe mich jetzt erstmal um, bevor ich lange laber. Und genau. So, ich bin jetzt umgezogen. Meine Haare sind aber noch nicht fertig. Nein, noch nicht. Genau. Irgendwie, ich habe mir gestern Locken gemacht und also gestern bei der Nacht hatte ich halt so ein Band drin, dass ich Locken habe und die sind jetzt irgendwie voll schön. Gestern waren die nicht so schön. Da habe ich mich den ganzen Tag trotz gewaschener Haare sozusagen in Zopf getragen, was eigentlich voll dumm war. Das heißt, ich brauche mir heute eigentlich gar nichts reinmachen, weil ich die einfach nur kurz durchkämme. Ich mache dann immer noch meinen Scheitel richtig, dass das ordentlich aussieht.
Ja, aber so. Genau. Dann einfach noch, weil ich habe irgendwie gerade so trockene Lippen. Ja, da mache ich mir noch so ein, einfach so eine Lippenpflege drauf. Vor allen Dingen, ihr wisst es immer noch nicht. Jetzt eine feste Zahnspange. Ich versuche es euch seit gefühlt einem Monat zu erzählen. Hat leider noch nicht geklappt. Weil bei Fabiennes Geburtstagsvideo, da war ich halt hinter der Kamera. Da hatte ich sie aber schon. Ich habe sie am 13. Dezember bekommen. Genau, und ja. Bei Fabiennes Vlog hat man sie auch nicht gesehen, weil man mich nicht so krass gesehen hat. Also es ist eine. Es sind so durchsichtige Brackets, also es sind so Keramik. Das heißt, die sieht man nicht. Auf jeden Fall wisst ihr es jetzt endlich mal. Also, ich habe jetzt eine feste Zahnspange. Gewöhnt euch dran. Es fällt halt nicht auf. Das war mir total wichtig. Ja, genau. Ich glaube, ich gehe gleich zum Putz. So, Haare nach hinten. Habe ich jetzt eigentlich noch Haare? Ah ja. Machen wir uns doch einmal kurz fest. So, einmal festgemacht, muss gar nicht schön sein. Einfach nur, damit sie fest sind. So, jetzt. Ich habe halt zwei Zahnbürsten, die stelle ich euch auch vor. Gleich nochmal. Genau. Also ich putze jetzt zuerst mit so einer normalen Zahnbürste. Unten einmal überall, weil da habe ich keine Zahnspange. Und oben bloß die Backenzähne. Ich habe hier eine Zahnbürste vom Kieferorthopäden, die ist ganz, ganz, ganz weich. Die nehme ich jetzt für die Spange selber. Hände waschen. Und den Mund. So. Jetzt ist halt wieder die Sonne rausgekommen. Ihr seht so gut wie gar nichts. Wenn ich aus dem Bild gehe, seht ihr auch mal noch nichts. Aber draußen scheint schön die Sonne. Und zwar, ich werde das glaube so ziehen, dass ich sage, Morgenroutine geht bis zum Mittag. Ja, ist nun auch nicht mehr so praktisch. Aber trotzdem, bis wir Mittagessen, werde ich mitfilmen. Genau. Das heißt, wir haben es 9:47 Uhr. Fabian kommt auch dann gleich. So, also. Ups. Also. Ich glaube, dass ich für die Schwibbung Hilfe brauche, weil die Weihnachtsdeko oder allgemein die Deko kommt halt in Dachboden. Also wir haben hier noch einen Dachboden. Auf jeden Fall mache ich jetzt immer noch Sport. Klingt bestimmt klischeehaft, aber nein, ich habe mal wieder angefangen. Ich will auch jetzt mal wieder so ein bisschen aufs Trampolin. Wir haben ja ein Trampolin draußen und ein bisschen turnen. Man kennt's. Ich kann Rad, aber Rad halt auch nicht so gut. Handstand ist leider auch nicht meins. Also kann ich eigentlich fast gar nichts. Auf jeden Fall übe ich daran. Und ich würde gerne so Bogengang rückwärts oder so, aber ich komme nicht in die Brücke, weil ich habe zu viel Angst, dass ich dort, ne, hinfalle. Jetzt höre ich mit dem Workout ab, man sieht es mir nicht an irgendwie. Ich weiß auch nicht, bis auf meine Haare. Ich ziehe mich jetzt um und genau, Fabian ist auch da. So, ich gehe jetzt runter. Das Bett räume ich erst heute Abend auf, weil ich mache meistens, weil, wenn mir langweilig ist, mache ich halt sozusagen nochmal ein Workout. Das heißt, ich mache zwei am Tag, wenn mir langweilig ist. Oder ich gehe nochmal aufs Trampolin und dann räume ich halt nach dem zweiten oder ja, wenn ich Lust habe, mein Bett auch. Genau. Liegt der große Hund auch hier? Ist dann übrigens doch noch nicht da. Also, sie holen sie gerade.
Ich dachte, ich habe irgendwas gehört, aber nee, die sind noch rausgegangen. Bin ich hier noch nie? Ich würde sagen, hi. Ja, ich gehe zum Ponys. Wo gehst du hin? Erstmal rein. Hallo Pedro. Ich will alles erstmal putzen, aber ich weiß, stimmt, die sind ja nass. Naja, gut. Okay, go. So. Wir haben hier eine ganz schöne Kindersicherung dran gemacht, dass hier ja kein Pony ausbüchst. Wind und kein Zopf. Aber ich habe einen Haselring mit. Einmal hoch. Hallöchen. Oh, ist dein Fell nass oder tut es nur so? Naja, ich weiß. Weil manchmal tun, es ist ja schon getrocknet sozusagen. Dann wird es nass. Hallo. Stimmt, gar kein Möhrchen mit. Was sagst du dazu? Wie siehst du das jetzt an? Oh. Ja. Das natürlich so ist, äppeln wir einmal ab. Hört ihr diesen Sturm? Es ist klar. Ja, okay, da ist noch nicht so klar. Aber dort hinten kommt's blau. Und hier ist einfach grau. Wir wohnen hier halt einfach nicht so toll. Man kennt's. Oh ja, bitte. So, liegen hier denn irgendwo Äpfel? Zitiert mich überhaupt noch? Man weiß es nicht so genau. Ah ja, hier unten direkt nach. Tschüss. Wie mache ich das jetzt mit einer Hand? Ja, auf jeden Fall ist es halt blöd, wenn hier so ein Wind ist. Und außerdem finde ich es noch blöder, dass wir hier wieder keine Sonne haben. So, das nehmen wir jetzt. Einhändig. So. Oh. Wir haben jetzt einen richtigen Misthaufen jetzt schon. Manchmal, mal gucken. Dorthin, riecht dran, stellt sich rum und kackt fast genau auf diesen, auf den Misthaufen. Und da kann man es dann halt auch liegen lassen, weil da, also. So artig machst du das. Wird toll gelernt, ja. Hast du super gemacht. Ja. Kommt gleich eine Beißszene. Man weiß nicht. Ja. Die Fohlen sind ja noch Hengste. Und Petrus ein Wallach. Und Alex versucht gerade hier so ein bisschen den Rang abzunehmen. Ne? Ganz schön. Toll. Auf jeden Fall versucht er gerade Petrus den Rang abzunehmen. Und das ist halt eigentlich gar nicht gut. Ja. Ich könnte mal sehen, wie ich das mit einer mache. Mir ist interessiert. Ich stelle den Apple Boy so hin. Ich muss dazu einmal in die andere Hand nehmen. Das steht so. Jetzt. Dann hatte ich so mit dem Fuß so dran. Und mache einfach ganz normal die Apple rein. Dann greife ich um. Und das? So. Wie so eine Tasse. Und dann brauche ich bloß noch mal ausholen und auf. Ich weiß nicht, ob man das gut verfolgen konnte. Ja, die Wille. So. Hier stürmt es ganz schön. Okay. Also die Fohlen. Die Ponys kriegen auch noch Heunetz, wenn es halt so ist. Ja, mit dem Putzen wird wohl heute nichts, ne? Heute wird das nicht.
mit dem Putzen guckst du denn rein? Aus der Küche. Ja. Nur an so einem, also an so einem Tag kriegen sie aber kein Futter, weil sie könnten auch auf den Berg gehen. Also sie kriegen zwar Heu, es ist zwar Futter, aber sie kriegen kein Futter im Sinne von Kräuterfutter und Müsli und so. Ich habe mir jetzt noch etwas Orange genommen. Ja, genau. Gegessen und es gab Kraut mit Salat und ja, wir schaukeln jetzt und das war auch eigentlich morgen, Martina. Genau. Tschüss. Und halt wieder einen Teil unser Leben.